Erstens Emotionen, zweitens guter Redner, drittens Musik, viertens die Rahmenbedingungen. Und das sind jetzt Kleinigkeiten, an die denken viele wirklich gar nicht. Und die machen aber alle zusammen, tragen sie dazu bei, dass sie eure Trauung auf wirklich das nächste Level hebt. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Susanne Steinherr. Ich bin Hochzeitsplanerin, ich bin freie Rednerin und heute dein Online-Hochzeitscoach. Aber kommen wir jetzt zum Thema. Tipps für eine unvergessliche freie Trauung. Ich werde hier immer wieder auf meine Liste spicken, damit ich nichts vergesse. Und zwar werden wir heute die sechs wichtigsten Dinge lernen, die den Unterschied zwischen einer naja freien Trauung und einer geilen freien Trauung machen. Der erste Punkt lautet Emotionen. Es geht am Hochzeitstag nun mal um Emotionen. Wir sind da, weil wir die Liebe feiern. Du möchtest einen so großen Schritt gehen und deinen Partner heiraten. Das kann man ja wohl kaum ohne Emotionen tun. Deshalb gebt eurem Redner Stoff. Erzählt ihm von euren bewegendsten Momenten, von ja, Hürden, die ihr meistern musstet, von Begebenheiten in eurem Leben, die euch zusammengeschweißt haben, Momente, die schon Jahre zurückliegen und euch immer noch wie gestern im Gedächtnis geblieben sind. Das wollen eure Gäste hören. Es ist für euch so schön, das in diesem Moment auch nochmal zu hören. Und Jahreszahlen, wann ihr euch kennengelernt habt und sowas, das kann schon hilfreich sein, so als Gerüst, das kann man schon mit einfließen lassen, aber die Rede, die lebt eben von besonderen Momenten, von euch, von eurer Geschichte. Also gebt eurem Redner Stoff zum Schreiben. Der zweite Punkt ist, ihr braucht einen guten Redner. Eure freie Trauung, die hängt so sehr vom Redner ab, dass alles Weitere, was ich euch erzähle, das sind alles nice to haves und alles in der Summe sind kleine Stellschrauben, die es aber insgesamt auf das nächste Level heben werden. Aber die Basis, die muss natürlich stimmen. Ihr braucht einen sehr guten Redner, der eure freie Trauung umsetzt. Und mit sehr gut meine ich, ihr müsst euch wohlfühlen, der Redner muss gut reden können. Im besten Fall hat er tatsächlich Erfahrungen, was freie Trauungen angeht. Ich spreche mich nicht explizit dagegen aus, dass es ein guter Freund von euch sein kann, der die Rede hält. Ich spreche mich nur dagegen aus, dass man sich wünscht, eine wunderschöne freie Trauung zu haben, nur wegen dem Geld spart und irgendjemanden nimmt, der die Rede dann hält. Das muss schon jemand sein, der gut reden kann, der auch so eine Zeremonie gestalten kann, der sich einliest in dieses Thema, der sich vielleicht auch Rat bei einem erfahrenen Redner holt, damit diese Zeremonie auch gelingen kann. Also mit dem Redner steht und fällt tatsächlich auch eure freie Trauung ein Stück weit. Eure Planung kann noch so gut sein, wenn der da vorne steht und reden soll, das nicht gut umsetzt, dann hilft es leider alles nichts. Also, erster Punkt, Emotionen, zweiter Punkt, freier Redner. Guter freier Redner. Mein dritter Punkt ist Musik. Ja, es ist so einfach und doch so wichtig. Musik ist so ein entscheidender Punkt auf der gesamten Hochzeit, nicht nur bei der freien Trauung, sondern bei der gesamten Hochzeit. Und wenn euer Budget das zulässt, dann würde ich euch unbedingt empfehlen, bucht Live-Musiker. Das kann eine einzelne Person sein, die auf der Gitarre spielt. Das kann eine Sängerin sein, die sich einfach selbst begleitet. Das muss keine Band sein mit 5, 6, 7 Leuten. Kann es natürlich. Je mehr, umso schöner wird es natürlich. Aber was ich damit ausdrücken will, ist, das muss gar nicht sein. Aber Live-Musik ist so schön und es macht eure freie Trauung nochmal zu was ganz Besonderem. Ja, also Musik ist Punkt 3. Was habe ich hier noch? Ah, was ihr bei Musik noch bedenken könnt, ist, ich weiß, die Musiker, die das Video jetzt sehen werden, werden mich wieder ächten, aber das macht nichts. Denn nicht jedes Brautpaar kann sich professionelle Musiker leisten. Und für diese Brautpaare möchte ich diese Tipps erwähnen. Ihr könnt euch Nachwuchssänger engagieren aus der ortsansässigen Musikschule. Und natürlich wird es nicht perfekt sein. Das kann man ja auch nicht erwarten, Profi und Laie. Aber es wird trotzdem emotional sein. Und selbst wenn er sich mal versingt oder sie sich versingt, das ist ja nicht so schlimm.
man weiß ja dann auch, was man erwarten darf und wie hoch die Messlatte sein darf. Und was ganz besonders, wirklich besonders schön ist, ist, wenn ihr ein Kind habt, das gerne singt oder ein Kind im Freundeskreis oder eine Nichte oder Neffe, wenn die bei der Trauung ein Lied singen. Und ich erzähle kurz was Privates. Also bei meiner freien Trauung 2019 habe ich meinen zweiten Ehemann geheiratet. Da hatte ich schon 4 Kinder und meine damals 10-jährige Tochter, sie singt total gerne, das macht sie heute noch. Sie hat für uns ein Lied geschrieben auf die Melodie von Halleluja und hat dann 2 Strophen zum Auszug gesungen. Das war eine Überraschung für meinen Mann. Und also wer bis zu dem Zeitpunkt noch trockene Augen hatte, das war der letztmögliche Zeitpunkt, um trockenen Auges da rauszugehen. Sie hat unsere Herzen so berührt und sie war ein 10-jähriges kleines Mädchen. Sie war total aufgeregt, aber sie hat es so toll gemacht. Sie hat nicht jeden Ton perfekt getroffen und es hat so was von keine Rolle gespielt. Und dieser Moment, es war ein Geschenk an mich und an meinen Mann und an unsere Gäste, an die Großeltern. Es war nur wunder, wunderschön. Und ja, sie wurde begleitet von den Sängern, die wir gebucht hatten. Und die konnten natürlich sich auf ihren Rhythmus auch ein bisschen anpassen. Also, wenn das eine Option ist, kann ich euch nur ermutigen, sowas umzusetzen. Natürlich nicht unter Zwang. Das Kind muss es natürlich wollen. Erstens Emotionen, zweitens guter Redner, drittens Musik, viertens die Rahmenbedingungen. Und das sind jetzt Kleinigkeiten, an die denken viele wirklich gar nicht. Und die machen aber alle zusammen, tragen sie dazu bei, dass sie eure Trauung auf wirklich das nächste Level hebt. Was meine ich damit? Gäste, die hungrig sind, die Durst haben, die frieren, die können die Trauung nicht genießen. Das ist sehr klar. Hitze. Hitze ist was, was man in der Hauptsaison total unterschätzt. Also in der prallen Sonne zu sitzen und eine Stunde sich die Sonne aufs Hirn brennen zu lassen, während man vorne zuhören soll, das wird lang. Und egal wie emotional eure Rede ist, es ist einfach nur heiß und die Leute wollen, dass es zu Ende ist. Und das wollt ihr nicht. Genau so einen Moment möchtest du und dein Partner, den wollt ihr vermeiden. Deshalb muss man vorher darüber nachdenken, wie soll der Rahmen sein. Also, ich gebe euch mal konkrete Tipps. Meistens beginnt eine Hochzeit mit der Trauung, egal ob das jetzt in der Kirche ist oder eine freie Trauung oder das Standesamt. Meistens ist das der Startschuss für die Feierlichkeit. Aber die Braut ist gar nicht da, weil die möchte erst zum Einzug gesehen werden. Der Bräutigam ist in den allermeisten Fällen ratlos, weil die Frau die ganze Hochzeit geplant hat. Das heißt, wenn der gefragt wird, wo sollen wir die Geschenke hinstellen, weiß er es nicht. Also bereitet euren Mann vor, damit er ein bisschen involviert ist. Bitte, das betrifft nicht alle. Es gibt auch viele, die involviert sind in die Planung, aber eben nicht alle. Zweitens, stellt jemanden bereit, der eure Gäste begrüßt. Das ist schon mal der Start. Lasst es die Trauzeugen sein. Wenn die Trauzeugen bei dir und deinem Bräutigam sind, dann vielleicht die Eltern oder andere Freunde, die eure Gäste ein bisschen einweisen, die sagen so, es geht jetzt dann mit der Trauung los, hier könnt ihr eure Geschenke abgeben, da könnt ihr noch mal eine Erfrischung finden, dort sind die Toiletten, es gibt freie Platzwahl, es gibt keine freie Platzwahl, die einfach eure Gäste empfangen, dass sie auch wissen, ja, wir sind jetzt hier bei der richtigen Hochzeit. Die könnten auch schon einen kleinen Ablaufplan überreichen, dass eure Gäste sich orientieren können, wie denn euer Tag so weitergehen soll. Was haben wir hier noch? Begrüßung. Genau, die Zeit vor der Trauung einfach so mit einkalkulieren, dass auch notorische zu spät kommen, noch pünktlich kommen können, denen zur Not auch einfach eine falsche Uhrzeit nennen, dass sie eine halbe Stunde zu früh da sind, dann warten die. Das ist besser, als wenn ihr mit eurer Trauung wartet oder jemand reinplatzt. Und bietet Erfrischungen an. Macht einfach eine halbe Stunde, bevor die Trauung losgeht, einen kleinen Empfang, wo jeder nochmal ein Getränk bekommt und erstmal ankommen kann. Denn auch eure Gäste haben ja vor der Trauung schon den Tag begonnen. Das heißt, manchmal haben die eine lange Anfahrt oder sie sind gestresst, weil sie sich und ihre Kinder noch schnell fertig machen mussten. Und wenn man dann einen Moment hat, man ist jetzt da und man kann ankommen, ist die Stimmung, wie sie in die Trauung gehen, schon eine ganz, ganz andere. Also bedenkt es.
Schatten, wenn es heiß ist. Zelt, wenn es regnen sollte. Decken, wenn ihr in der Übergangsjahreszeit seid. Im Herbst kann es warm sein, es kann aber auch kalt sein. Sorgt dafür, dass sich eure Gäste wohlfühlen, dass die Grundbedürfnisse wie Wärme, Hunger, Durst und so weiter, dass das einfach bedient ist. Und dann kann jeder mit guter Laune auch dieser freien Trauung beiwohnen. Wenn ihr viele Gäste habt, sorgt dafür, dass euer Redner ein Mikrofon hat, wenn er nicht selber bei seinem Equipment eins dabei hat. Denn es ist super anstrengend, wenn vorne jemand spricht und man hinten sitzt und man so angestrengt zuhören muss. Es entstehen ja auch bei vielen Leuten viele Geräusche. Es raschelt, es wird mal geflüstert. Ihr kennt es aus dem Kino, es ist einfach nie ganz leise. Und deshalb sollte der Ton dann auch bis zur hintersten Reihe reichen, damit alle auch dann dabei sein können. Wenn ihr weniger als 20 Gäste habt, dann überlegt euch, ob ihr wirklich diese starre Sitzreihenaufteilung haben wollt oder ob ihr nicht vielleicht eher einen Halbkreis macht, wo es ein bisschen individueller und persönlicher ist und man nicht in zwei Reihen hintereinander sitzen muss. Verändert die Stimmung definitiv. Ihr solltet nicht an lauten Stellen heiraten. Bitte achtet darauf. Ich hatte schon manche Trauungen, die an der Hauptstraße stattgefunden haben, in dem Biergarten, wo eine Hecke zwar das optisch getrennt hat, man hört aber die Geräusche und es macht es so unschön. Wirklich, wenn die Autos vorbeifahren. Ah, nein, das wollt ihr nicht. Achtet darauf, wo ihr eure freie Trauung abhaltet. Am See, ja, es gibt viele Locations, die haben so einen Strandabteil. Das ist schön, das ist wirklich schön. Aber wenn ihr an einem öffentlichen See eure freie Trauung abhaltet, hatte ich auch schon bei einer Hochzeitslocation. Da haben die Badegäste und das Brautpaar sich den See halt geteilt und es war nichts abgesperrt. Ja, dann stehen neben euch lauter halbnackte Leute und hören bei eurer Trauung zu, sind im Worst Case noch auf den Hochzeitsbildern mit drauf. Wer will denn das? Bitte denkt an solche Feinheiten. Schaut euch eure Location nicht nur im Winter an oder wenn ihr sie im Winter anschaut, im Sommer heiraten wollt, überlegt euch, ist daneben irgendein Betrieb, den ihr jetzt nicht seht, weil er halt jetzt gerade nicht stattfindet. Und fragt genau nach, ob man da Privatsphäre haben kann. Das ist so wichtig und man vergisst es einfach. Es sind so kleine Details, auf die man aber achten sollte. Fassen wir nochmal zusammen. Erstens Emotionen, zweitens guter Redner, drittens Musik, viertens Rahmenbedingungen. Wir kommen zu Punkt Nummer 5, eine Übersicht geben. Nicht jeder Gast weiß, was eine freie Trauung ist. Und viele können sich unter dem Begriff auch gar nichts vorstellen. Die wissen also nicht, wie lange dauert die Zeremonie, was wird denn da drin vorkommen, wann ist sie zu Ende. Die können sich da gar nicht so drauf einstimmen. Deshalb empfehle ich dir, mach so ein kleines Heftchen für deine Gäste, wo drin steht, Einzug der Braut, erster Teil der Rede, Musik oder Ritual, zweiter Teil der Rede, Ja-Wort. Ringtausch, Auszug des Brautpaares. Und dann hat dein Gast was in der Hand, dann weiß er während der Trauung, aha, wir sind jetzt da, wir sind jetzt da, jetzt kommt dann gleich Musik, da ist dann zu Ende und so weiter. So wie man das bei einem Kirchenheftchen in der Kirche auch hat, da hat man zwar die Lieder nur drin stehen, aber man weiß, wenn man das erste Lied hatte, kommen noch zwei. Es gibt ein bisschen Orientierung. Und bei der freien Trauung ist es umso wichtiger, weil eben nicht jeder weiß, was eine freie Trauung ist. Diesen Plan solltet ihr natürlich mit eurem Redner absprechen. Der kann euch vielleicht auch eine grobe Auflistung geben, wie er seine Rede eingeteilt hat, dass ihr einfach Überschriften habt, die ihr auf euer Heftchen schreiben könnt. So, nach der Übersicht geben, Punkt 5, kommen wir nun zum letzten Punkt und das ist Punkt Nummer 6, Erwartungen mitteilen. Das finde ich auch unglaublich wichtig. Macht euch Gedanken über solche Feinheiten wie, wollt ihr, dass eure Gäste aufstehen, wenn die Braut hereinkommt? Es gibt Gäste, die wollen das. Nun, der drückt ein bisschen Respekt auch dem Brautpaar gegenüber aus. Andere wollen das nicht, weil die Braut dann nicht sofort den Bräutigam sieht, je nachdem, wie eben dieser Lauf ist nach vorne zu ihrem Bräutigam.
Ich hatte ein Brautpaar, das war unglaublich schön. Die sind aus Neuseeland gekommen, haben in Deutschland geheiratet. Die hatten total Pech, weil sie Trauung, sie war zwar im Juni, aber es hat geregnet und sie mussten alles umplanen und dann in einem Raum planen. Und die haben aber die Gäste saßen in einem großen Kreis und zwar so ein bisschen, ja, wie eine Schnecke war das. Also das war nicht ein Kreis, sondern im Kreis war noch ein Kreis und noch ein Kreis und noch ein Kreis. Und die Braut ist dann quasi auch da so reingelaufen, wie, ja, wie nennt man das denn? Ja, spiralförmig, halt nicht gerade, sondern spiralförmig reingelaufen. Und sie hat explizit gesagt, sie möchte nicht, dass die Gäste aufstehen, weil dann sieht sie ihren Bräutigam die ganze Zeit nicht. Und die Gäste saßen auf so großen Yoga-Sitzkissen, auf so runden. Es war wirklich schön. Und sie ist da reingelaufen wie eine Elfe und hat dann noch am Klavier was gespielt, bevor sie dann vorne angekommen ist. Das war wirklich schön. Aber lange Rede. Wenig Sinn, was ich damit ausdrücken will. Denkt mal kurz drüber nach, sollen eure Gäste stehen, sollen sie sitzen und sprecht das mit eurem Trauredner ab. Und was erwartet ihr? Wollt ihr, dass sie Fotos mitmachen? Wollt ihr, dass die Handys in der Tasche bleiben? Erlaubt ihr, dass gefilmt wird? Möchtet ihr, dass eure Gäste, wenn die Trauung zu Ende ist, als erstes den Trauungsort verlassen, dass sie vielleicht später ein Spalier für euch bilden können? Wollt ihr als Brautpaar zuerst rausgehen, damit ihr schon mal zum Sektempfang gehen könnt und eure Gäste begrüßen könnt dann oder selber kurz mal einen Schluck nehmen könnt, durchatmen könnt? Was ist eure Erwartung an die Gäste? Und dann kommuniziert es auch mit ihnen. Entweder macht es der Redner, dass er eine Ansage macht, oder ihr bittet die Trauzeugen so ein bisschen die Führung zu übernehmen. Zum Beispiel am Ende der Trauung voranzugehen. Wenn zwei, drei Leute aufstehen und gehen, dann läuft die ganze Herde hinterher. Das ist einfach so. Und oft scheitert es daran, dass keiner traut, sich aufzustehen und loszugehen, weil er nicht weiß, ob das gewünscht ist oder nicht. Ja, ihr seht, es sind viele kleine Details. Und jedes für sich wird nicht die Welt bewegen. Aber alle zusammen werden eure freie Trauung wirklich auf ein anderes Level heben. Und die sorgen dafür, dass es ein rundum gelungenes Fest wird. Deshalb hoffe ich, du konntest einiges aus dem Video mitnehmen. Vielleicht habe ich dich auf ein paar Punkte aufmerksam gemacht, die du übersehen hättest. Dann gib mir bitte gerne einen Daumen nach oben, sende das Video weiter an deine Freunde, wenn es für sie auch interessant sein könnte. Abonniere den Kanal und wenn dich dieses Video interessiert hat, dann wird dich das hier auch interessieren. Vergiss nicht, dein E-Book mitzunehmen und ich freue mich aufs nächste Video. Mach's gut!